Willkommen zu unserem heutigen Video hier von der schönen thailändischen Insel Koh Samui. Wir besuchen heute die Elefantenauffangstation Elephant Home hier auf Koh Samui, um einen halben Tag mit den Elefanten zu verbringen. Wir wurden am Morgen herzlich empfangen und es gab zur Begrüßung Guavensaft und kaltes Wasser für alle. Hier im liebevoll gestalteten Eingangsbereich der Auffangstation warteten wir zuerst mal, bis alle Gäste da waren. Zuerst ging es für uns in die Schule, das Education Center, wo wir viel Informationen und Wissenswertes über die Arbeit der Auffangstation sowie die Elefanten bekamen. Nachdem auch der Tagesablauf erklärt wurde, begannen wir dann mit der Herstellung des Elefantenfutters. Every morning, we got supplement for them. In the morning, 50 kilogram each. That's appetizer. And then we leave them enjoy the food by themselves in the morning because steam, mix together with the grass morning early around 5:30, 6 o'clock. Elephant enjoy food by themselves. We just bring elephant coming back about 20 minutes before you kill. So the supplement for elephant, we have banana, pumpkin, tamarind. Das Ergänzungsfutter, die sogenannten Powerballs für die Elefanten, werden aus Banane, Kürbis, Tamarinde sowie frischem Gras und Reismehl hergestellt. Da ein Elefant ca. 200 Kilo Nahrung am Tag benötigt, sind die Powerballs nur ein kleiner Snack für ihn. Jeder bekam die benötigten Zutaten, um die Powerballs zu rollen, die wir dann anschließend an die Elefanten füttern werden. You make a ball like this. Make a ball like this side and banana skin that you peel. Wrapping on this in the ball. One time. Like this. Die Elefanten werden von uns mit den Powerballs nicht im Dschungel gefüttert, denn dort sollen sie nur selbstständig fressen. Sie werden daher ins Education Center geführt. Hier vorne als erstes seht ihr Maria. Das ist der Elefant, den wir heute füttern werden. Eine ältere Elefantendame, die wohl immer Hunger hat. Bei den Elefanten in der Auffangstation handelt es sich um ehemalige Arbeits- und Bespaßungselefanten, die von Elephant Home freigekauft und gerettet wurden. Die Tiere sind teils traumatisiert und haben noch immer Verletzungen durch Misshandlungen. Der Besuch der Elefantenstation ist ein Erlebnis für Groß und Klein. Auch die Kinder haben große Freude daran, die Elefanten zu streicheln und zu füttern. Nach dem Füttern der Elefanten werden die Elefanten zurück in den Dschungel gebracht und wir werden mit Hüten und Wasser ausgestattet, um uns dann auf einen Spaziergang in den Dschungel von Koh Samui zu begeben, um den Tieren ganz nah zu sein und sie zu beobachten. Auf dem kurzen Spaziergang in den Dschungel zu den Elefanten sehen wir auch noch eine kleine Kautschukplantage. Hier kann man ganz gut sehen, wie Kautschuk angebaut wird, bevor wir dann endgültig bei den Elefanten im Dschungel ankommen. Man merkt im Elephant Home übrigens sehr, mit wie viel Liebe und Fürsorge sich hier um die Tiere gekümmert wird. Und die Ranger, die überall zu sehen sind, vermitteln mit Freude ihr umfangreiches Wissen. Den halbtägigen Besuch der Elefantenauffangstation kann man übrigens direkt auf der Internetseite von Elephant Home oder auch zum Beispiel über Ken Samui buchen. Im Preis inkludiert ist dann neben dem Mittagessen auch noch die Abholung und wieder die Rückfahrt zum Hotel. Ich denke, dass dieser Ausflug auch für Kreuzfahrtgäste möglich ist, da eine Abholung in Nathorn laut Internetseite angeboten wird und die Kreuzfahrtschiffe am Nathorn Bier tendern. Ein tolles Erlebnis für Groß und Klein. Es macht einfach Spaß. Man kann den Dickhäutern so nahe kommen wie sonst nie. Man kann die Tiere streicheln, man kann Fotos mit den Tieren machen, man kann sie einfach beobachten in ihrer natürlichen Umgebung. Der jüngste Elefant der Auffangstation ist das kleine Elefantenbaby Lucky, was man hier sieht. Lucky ist erst 3 Jahre alt und noch nicht allzu lange in der Auffangstation. Elephant, the new one coming. Sometimes, the big one does like the baby.
Bei unserer Ankunft wurden wir gefragt, ob es in Ordnung ist, wenn Filmaufnahmen von uns gemacht werden, und nach unserer E-Mail-Adresse gefragt. Was wir nicht wussten, wir wurden alle mit einem kostenfreien Video über unseren Ausflug heute überrascht. Das Video bekam dann jeder per E-Mail zugeschickt. Eine wahnsinnig tolle Erinnerung. Falls du unseren Kanal noch nicht abonniert hast, freuen wir uns sehr, wenn du uns ein kostenloses Abo dalässt. Wenn du die Glocke aktivierst, wirst du auch automatisch benachrichtigt, wenn es ein neues Video von uns gibt. In den kommenden Wochen wird es noch viel Content aus Südostasien geben. Als nächstes gab es dann ein kleines Mittagessen für alle. Es gab Sandwiches, Frühlingsrollen und Gemüsereis für alle und als Nachtisch dann noch Wassermelone. Das Ganze war wieder total liebevoll präsentiert. Im Anschluss konnten wir den Elefanten dann beim Baden im Matsch beobachten. Das Schlammbad ist für die Elefanten sehr wichtig, denn der Schlammüberzug schützt die Elefanten vor Hitze und Sonnenbrand, da die Haut sehr sensibel ist. Außerdem hilft es auch gegen Parasiten, um diese und weiteres Ungeziefer in Schach zu halten. Nach dem Schlammbad reiben sich die Elefanten dann gerne an Bäumen, um sich von den Parasiten und dem Ungeziefer wieder zu befreien. Zum Ende gab es dann auch noch die Möglichkeit, mit den Elefanten zusammen im Wasser zu baden und zu planschen. Wir nahmen jedoch Abstand davon. Nach dem Wasserbad ging es dann nochmal in die Elefantenschule, das Education Center, wo uns das Video präsentiert wurde, das die Ranger während unseres Aufenthaltes aufgezeichnet hatten. Mit ganz viel Liebe zum Detail hatte jeder seinen Moment in diesem Video, den er sehen konnte, und alle freuten sich sehr, dass es dieses Video als kleines Andenken und Dankeschön umsonst gab. Wir können den Ausflug zur Elefantenauffangstation Elephant Home of Koh Samui absolut empfehlen. Es ist für Groß und Klein ein einzigartiges Erlebnis. Man lernt sehr viel über die Elefanten und es ist einmalig, ihnen so nahe zu kommen.